auf geht's in die Garage. Ich habe euch ja versprochen, dass es endlich kommt. Das ist jetzt das allererste Video hier in unserer Mofa-Garage oder eben Bastel-Garage. Hier ist noch die andere Tür. Ich habe da gerade letztens noch ein kleines Dartspiel angebracht. Das ist also dieses Projekt, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Es hat ein bisschen gedauert, das alles anzuhäufen. Vor allem halt die Werkzeuge. Also ich hatte so viel Zeug nicht. Und das hat jetzt so lange gedauert, bis halt alles mal da war, dass man auch wirklich alles machen kann. Wobei wir noch sehr weit davon entfernt sind, dass es auf irgendeine Art und Weise professionell ist. Aber soweit sind wir schon ganz zufrieden. Ich zeige euch gleich noch die ganzen Maschinen und so weiter und so fort. Wollte noch kurz was erzählen. Und wenn ich noch Bilder finde, dann spiele ich die hier auch ein. Und zwar war diese Garage komplett vollgestellt mit Kram. Also bis hier vorne hin. Kätzchen. Man konnte hier also nicht rein und das war bis oben hin gestellt. Hier oben war eine Holzkonstruktion, da wollten die Vorbesitzer vor tausenden von Jahren mal eine Decke reinmachen. Das ist aber nie passiert. Und dann war hier einfach noch eine Plastikfolie drauf und da hat sich immer Feuchtigkeit gesammelt und das war echt ein Riesenspaß. Und hier stand, wie gesagt, alles voll, bis oben hin mit Kartons und allem drum und dran. Und Sperling meinte dann irgendwann, wir könnten doch eigentlich hier in dieser Garage, da die eh nur voll ist mit Schotter, ausräumen, den ganzen alten Kack von den Wänden abmachen. Da waren Dinge dran, die sind da komplett eingerostet. Und wenn wir das dann alles frei haben, können wir hier eine kleine Werkstatt reinmachen, um dann da Dinge zu machen. Mofas waren da nicht direkt im Blick, sondern alles mögliche andere eben. Also so wie kleine Benziner-Autos, die man baut und rumfahren lässt und irgendwelche Reparaturen und was weiß ich, auch für YouTube, auch für uns privat, wie auch immer. Und da habe ich gesagt, hey, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und das Ganze, diese Überlegungen und so weiter, fanden vor circa 5 Monaten statt. Und seitdem ist es eben zu dem geworden, was es ist. Ja, und weil es jetzt alles, ich sag mal, vorzeigbar ist, kann ich hier beginnen. Sperling ist heute nicht da. Bei ihm ist generell die Zeit sehr knapp. Er wird aber sicherlich in zukünftigen Videos auch mit dabei sein. Wir wollen hier auch Livestreams machen. Also wir haben hier ein sehr gutes WLAN-Signal, können also, während man hier gerade am Bauen ist, ich sage euch gleich, was hier abgeht, also auch die ganze Sache streamen, Bierchen trinken, ein bisschen Dart spielen, ne? Und so weiter und so fort. Fangen wir an. Sperlings Idee war ganz schnell, dass wir uns Mofas holen. Ich hatte nie einen Mofa, ich hatte auch nie einen Roller, hatte auch nie Interesse daran. Also zumindest damals in dem Alter mit 15, 16, 17 fährt man das, glaube ich. Oder kann man es dann, darf man es dann fahren? Da hatte ich nie die Lust drauf, da überhaupt Zeit rein zu investieren, mir diesen Führerschein dazu zu machen. Aber jetzt mit dem B-Führerschein kann man die Sachen ja einfach so fahren, ohne noch irgendwas Zusätzliches machen zu müssen. So, und dann ging es natürlich erstmal darum, dass man guckt, was holt man überhaupt? Was gibt's denn so auf dem Markt? Wie teuer sind die Sachen? Und Sperling hatte da den Namen Herkules im Kopf. Ich kannte die Marke maximal eben so vom Hören sagen, aber hatte damit nicht viel zu tun. Wie gesagt, mit der ganzen Sache hatte ich nicht viel zu tun. Und dann lief es recht schnell darauf hinaus, dass wir uns umgeschaut haben nach Herkules-Maschinen. Da kam dann die hier zuerst dran. Das ist eine Herkules Prima 2S, steht doch hier unten drauf. Gab es für 150 Euro von einem familiären Kollegen, sage ich mal. Und er meinte, er weiß nicht, warum sie nicht fährt. Sie fährt halt einfach nicht. Die stand zuallererst hier. Wir wollten aber welche haben, die halt fahren. Aber ich dachte mir direkt, für 150 Euro kann ich mir die nicht entgehen lassen. Also da muss ich eigentlich ran, weil bei unserer Recherche haben wir halt rausgefunden, dass die Teile, also einfach schon komplett kaputte Teile für 300 verkauft werden oder mehr. Wie gesagt, ich denke, das ist Grund genug, dann so eine für sich für 150 anzulachen. Er meinte, die ist gefahren, die ist gut gefahren und jetzt fährt sie halt gerade nicht und er weiß nicht, was da los ist. Schlussendlich war da gar nicht so arg viel zu tun, wobei ich mich selbst natürlich erstmal einarbeiten musste, weil ich sowas noch nie gemacht habe und überhaupt keine Begabung dafür, also feststellen konnte, im Anfang oder im Vorfeld zumindest. Die habe ich repariert und meine Freundin hat ziemlich schnell Gefallen an ihr gefunden. Also sie meinte so im Spaß, das ist dann ihre. Bevor wir überhaupt die anderen beiden geholt haben, hat sie gemeint, das ist dann ihre. Eigentlich wollten wir die reparieren und verkaufen, aber ja, jetzt gehört zu meiner Freundin, die wird dann bald komplett vollgepackt sein mit ganz vielen Aufklebern. Sie hat sich so eine Aufkleberpackung gekauft mit irgendwie 200 Aufklebern drin, da macht sie sich halt dann ganz wieder drauf. Naja, die war mit Cockpit, aber ohne Schlüssel und so weiter. Das habe ich dann alles später, auch den Tacho und so weiter, eben eingebastelt und so weiter und so fort. Aber zu den genauen Details komme ich dann in einem anderen Video. Das soll jetzt hier nur eine Art Vorstellung sein. Das ist dann die von Wallin geworden, die Prima 5S. Da ist jetzt gerade der Motor hier oben, weil er ein bisschen Mucke macht. Und den haben wir jetzt schon mal soweit auseinandergenommen. Ich werde jetzt heute auch nochmal komplett das ganze Teil öffnen und schon mal nach einem Fehler suchen. Er ist erst am Mittwoch wieder da. Wobei Tage für euch jetzt gerade nicht so wichtig sind, weil das Video eh
Ah, wahrscheinlich kommt es am Mittwoch sogar. Ja, also da fehlt aktuell der Motor. Sonst steht es auch noch super da, das Teil. Nur der Tacho, der geht nicht. Da muss man nochmal gucken. Das ist, wie gesagt, seine Maschine. Der Preis war recht hoch. Weitere Preise werde ich jetzt erstmal nicht nennen, weil wir da vielleicht etwas über Kopf eingekauft haben. Aber so ist es halt. Gerade als Anfänger, ne, da kennt man sich halt noch nicht aus. Ja, und das hier ist meine. Ich habe eine Prima 4. Automatik. Achso, seine ist übrigens mit Schaltung. Er hat eine, bei uns hier in der Garage eigentlich eine Besonderheit, und zwar mit Schaltung. Eigentlich wollten wir beide Schaltung haben, beziehungsweise er eigentlich nicht. Ich eher schon. Weil ich halt ständig gelesen und gehört habe, dass die mit Schaltung ja, einfach cooler sind. Man kann schön am Berg anfahren, im ersten, zweiten schalten und so weiter. Und die Automatikteile, die schalten halt ja eben automatisch, und da kann es dann auch mal zu Problemen kommen. Und da hat man eben die ganze Sache in der Hand. Aber als wir das erste Mal zur Besichtigung waren, hat mir die so gut gefallen, von der Farbe her. Und deswegen ist es dann für mich die geworden und für ihn eben die. Das ist auch eine Automatik, und die ganz neue da drüben, zu der komme ich auch gleich, ist auch eine Automatik. Ja, wie gesagt, das hier ist meine. Da war auch kein, also da war gar kein Tacho drin, das hatte auch das hier nicht, dieses Cockpit, das habe ich dann erst im Nachhinein geholt. Man kann diese Lampen, Cockpits, sich besorgen, und da passt eigentlich alles rein. Aber ich wollte natürlich ein Original-Herkules-Cockpit haben, damit das halt nach was aussieht. Und apropos, die ganzen Sachen sind auch jetzt nicht geputzt oder irgendwie sowas, ne? Wir haben uns zuallererst mal drum gekümmert, dass die vernünftig fahren, beziehungsweise sind ja noch dabei. Und von daher wird diese ganze Putzung dann erst stattfinden, wenn die super fahren. Meine ist eigentlich soweit, also meine fährt gut, beziehungsweise sehr gut, da gibt es überhaupt keine Probleme. Das ist auch hier bei uns in der Garage aktuell die stärkste. Die zieht halt schön durch und bringt auf jeden Fall ordentlich Spaß beim Fahren. Ja, und das hier ist die aktuelle Sommerprojektgeschichte. Also ich habe diese Solo hier, jetzt zeig ich mal den Aufkleber, die Solo, die habe ich für 160 bekommen, auch ein absolutes Schnäppchen, so wie sie da steht, die fährt auch. Hat zwar ja vorne alles mögliche rausgucken, die ganzen Baudenzüge sind zum Teil eben schon ab, aber trotzdem fährt sie und bremst sie. Ich weiß nicht, was das für Züge sind, ich muss noch überprüfen, was da los ist. Einer ist vom Choke, aber die anderen, keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, auch jetzt, was die Maschinen angeht, also speziell Herkules, bin ich jetzt tatsächlich sehr eingelesen, sehr belesen kann eigentlich auch mittlerweile alles machen, bis auf die Kupplung. Das wird das erste Mal sein, dass ich die Kupplung mache hier. Aber ja, dank YouTube und dem Internet an sich kann man echt alles lernen. Wobei das jetzt auch kein Unding ist. Also sowas ist auch echt, jetzt, da muss man kein Wissenschaftler sein, um das zu können. Ja, und das hier ist jetzt eben das allerneueste Teil. Die ist ganz anders gebaut wie die Herkules-Teile. Die hat alleine schon zwei Ketten hier und auf der anderen Seite noch eine. Die hat einen Keilriemen drüben dazwischen. Da unten sieht man ihn. Ich muss mich da auch erst stark einlesen, weil ich überhaupt noch keinen Plan habe, wie das Ding funktioniert. Aber das wird die erste sein, die ich herrichte, je nachdem, wie halt Sperling Zeit hat, und dann eben wieder verkaufen werde. Ich weiß nicht, ob ich auch die Farbe noch behalten soll. Das Orange sieht irgendwie, ich weiß nicht, ob das hier in dem Video gut rüberkommt, also auf dem kleinen Display hier sieht es jetzt wirklich ziemlich lächerlich aus. Die ist richtig satt, die Farbe. Ja, mal gucken, ob ich das dann vielleicht verändern werde. Wir wissen auch noch nicht, wie wir unsere Maschinchen hier lassen. Sperling und das Teil von meiner Freundin, die haben eigentlich dieselbe Farbe. Meins ist halt in diesem Blau gehalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke, das werde ich so lassen. Ich muss die Verkabelung noch ein bisschen gescheit machen. Aber sonst ist es super. Und ja, das Schwierigste oder das Wichtigste hier für die Garage war, wie gesagt, waren die ganzen Dinge, halt die ganzen Werkzeuge. Solche, der ganze Fetz, das war alles nicht da. Ich hatte hier halt die Schraubenzieher, die hatte ich schon, ich hatte auch dieses Set schon, aber man braucht so viel extra Kram, man braucht irgendwelche Sachen zum Festhalten, das ist zum Beispiel für das Polrad, man braucht einen Polradabzieher, man braucht einige ganz spezielle oder spezifische Sachen, auch diese kleinen dünnen Schlüsselchen, wenn man dann was an den Rädern machen möchte, den Konus wechseln oder sonst was, also da gibt es viele, viele Sachen, die man braucht. Ich habe jetzt hier spezielle Fächer, das ist hier für Sperling, also Sperlingsfach gerade aktuell, das ist aktuell gerade meins, wobei das der Helm von meiner Freundin ist. Hier oben ist ihr Fach für ihre Maschine. Sperling hat sich da was geholt, das geht bei ihm aber nicht dran. Ist auch generell eigentlich nicht so, also ist eigentlich nicht zugelassen, glaube ich, das Teil. Wenn man damit auf der normalen Straße fahren möchte, das ist dann eher für eine Rennstrecke so ein Luftfilter. Beziehungsweise bei einer Überprüfung kann man da halt, denke ich, Probleme bekommen, deswegen ist es generell schwierig mit dem Teil. Ja, und der Rest sind einfach spezielle Werkzeuge. Hier ist irgendwelcher, das ist da oben hingeschrieben, random Ersatzteile alt. Hier sind Ersatzteile neu und so weiter und so fort. Ja, man muss sich wirklich, da ist die Katze,
Man muss sich wirklich erstmal einrichten. Ach so, und was ich noch sagen wollte, zu der hier, zu der Maschine. Ab ist noch und jetzt passt auf, haltet euch fest. Eine ganze Kiste mit Ersatzteilen. Da ist nochmal, ich glaube, es ist saudunkel jetzt hier, das ist blöd, ich krieg's jetzt auch nicht raus, weil die Maschine so steht. Da ist alles nochmal drin. Da ist nochmal ein Motor drin. Beziehungsweise, ja doch, da ist nochmal ein ganzer Motor drin. Also da, das, wenn man nur überlegt, wie viel so ein Motor kostet oder wie viel so Kleinfettkosten hat, dass sowas hier, wenn du Glück hast, vielleicht 10, 15, 20 Euro, also so nur das Cockpit, ohne den ganzen Kram, mit Pech, noch viel mehr. Wenn man das bedenkt, dann ist da echt so viel Wert drin in dieser Schublade. Ich habe auch von meinem Schwiegervater noch eine ganze Kiste bekommen mit auch einem, also wirklich so viel Zeug drin, dass wir da in Zukunft richtig, richtig viel machen können, also auch mit anderen Maschinen eben. Die Überlegung ist, dass wir erstens natürlich Maschinen ankaufen, reparieren, verkaufen, aber eben auch Mofas und vielleicht ja, Roller, weiß ich nicht, ja, sowas dann auch reparieren, ne, dass die Leute dann herkommen können und das Zeug abgeben und wir reparieren das dann wieder. Das macht schon echt übelst viel Spaß. Also wir wollten am Anfang hauptsächlich natürlich fahren, aber da diese Maschine überhaupt nicht lief, musste ich mich gezwungenermaßen einlesen und ja, hab die halt eben komplett repariert, da ist man natürlich auch stolz und dann auch wiederum weitergekommen vom Wissen her eben über diese ganze Sache. Ja, das ist gerade aktuell Sperlings Motor. Ich glaube, dass seine Kupplung kaputt ist. Also entweder ist da eine Scheibe, da sind einfach verschiedene Scheiben hinten dran. Ich glaube, da ist die, es ist eine Kuppelscheibe kaputt. Also vielleicht entweder, ich habe schon gesehen, dass die Teile dick werden können. Wenn da irgendwie blöd Flüssigkeit reinkommt, wenn die blöd gelagert werden, dann können die aufquellen. Oder es ist irgendwas drin, irgendwas reingesprungen und kaputt gegangen. Also da stimmt irgendwas nicht mit der Kupplung und auch hier oben mit der Schaltgabel stimmt was nicht. Also da müssen wir auch gucken. Die will nicht so richtig, wie wir wollen. Den Kolben habe ich jetzt schon rausgebaut. Das ist so ein Doppelringkolben. Zylinder, die Zündung und ja hier Polrad und so weiter. Das kriegst du dann hier drüben. Ich stelle euch mal kurz auf den Kopf. Das ist dann hier. Ja, da werde ich heute, denke ich, noch, falls ich Zeit finde, heute ist Dienstag, noch ein bisschen weitermachen, die Kupplung ausbauen, mir angucken, das Ritzel abmachen und dann eben die Motorhälften auseinandernehmen und dann mal reinschauen, dass das Teil für Mittwoch schon mal ready ist, wenn Sperling dann da ist und wir eben die ganze Sache uns dann angucken können. Sie ist dann einfach nicht rund gelaufen, die Schaltung ging nicht richtig, sie ist manchmal einfach ausgekuppelt und so weiter. Es war irgendwie komisch, was sie da getrieben hat. Mal war sie im ersten im Neutral, dann war sie im Neutral im ersten und dann ging nur der zweite und der zweite war der erste. Also es gab schon, irgendwas stimmt da drin nicht. Da rutscht irgendwas rum, da fliegt irgendwas rum, die Schaltung will nicht. Vielleicht ist auch irgendwas rausgesprungen oder steckt halt irgendwas drin. Ich muss gucken. Mit meiner bin ich jetzt sicherlich schon 60, 70 Kilometer gefahren, vielleicht sogar 100. Ah doch, es könnte, ja doch, es ist, also den Taro habe ich geholt, da standen dann 20.500. Ja, 13 vielleicht oder so, also an die 100 Kilometer bin ich jetzt schon mit ihr gefahren. Und das macht echt einen Heidenspaß. Ich habe hier für die Kamera alle möglichen Möglichkeiten, um sie am Helm anzubringen. Mein Helm liegt übrigens da vorne. Das ist mein Helm. Ich kann die Kamera dann hier oben anbringen am Helm oder da an der Seite oder sonst wo. Das Mikrofon dann einfach unter den Helm da irgendwo reinklippen und dann kann ich mit euch schwätzen und dann eben auch mal so eine Ausfahrt machen. Ja, das wird eine coole Sache. Also das macht echt dermaßen Spaß. Und für mich ist es was ganz Neues. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wie gesagt, das Interesse für sowas war nie da. Ich habe an meinem Auto maximal halt mal ein bisschen Rost weggemacht oder habe Öl gewechselt, Wasser reingekippt und so weiter. Irgendwelche kleinen Schäden mal repariert, aber nichts, wo man wirklich schrauben muss. Und das ist halt eine absolute andere Welt, aber eine Welt, die mir Spaß macht. Ja. Also hier bin ich jetzt wirklich schon viel rumgestanden, habe viel gemacht. Und das soll dann die Maschine sein, bei der ihr praktisch komplett mit dabei seid, wo ihr den Wiederaufbau miterlebt. Aber ich muss mich da auch erst einlesen, ein bisschen rumprobieren, dass ich dann nicht in der Aufnahme ständig Fehler mache. Aber ja, wenn ich das dann alles auf dem Kasten habe, wird die dann schön auseinandergewurschtelt und ich zeige euch Schritt für Schritt, was ich mache. Ja, das wird cool. Das wird richtig cool. Und dann spielen wir auch ein bisschen Dart. Das Gerät ist noch nicht angebracht, keine Sorge, falls jetzt jemand meint, das ist ja komplett behindert, was ihr da gemacht habt. Das wird dann hier drüben sein. Das wird auf L-Eisen an die Wand direkt angebracht, weil der Tisch minimal halt vibriert, wenn das hier dran wäre. Also das hat extra natürlich Löcher hier, dass man das hier reinmachen könnte. Wir wollten das erst hier drüben hinmachen, dass wir dann hier stehen können und rumschleifen können. Aber der Tisch vibriert uns halt etwas zu viel. Darum kommt das dann hier
nebendran noch. Der Bock kommt in die Mitte hier. Und dann wird Sperling deine Hälfte haben, ich habe eine Hälfte und dann ja, machen wir erstmal seine Maschine. Aber es kommen halt noch zig andere Projekte, wie zum Beispiel eben diese kleinen ferngesteuerten Autos, die haben wir schon vor Jahren mal ins Auge gefasst, also so Benziner oder auch Elektro, beides rumwerkeln und rumfahren. Aber auch andere Dinge, wie selbstgebaute kleine Pistölchen, das habe ich hier auf dem Kanal hier schon gebracht, ne? Ich habe euch schon diverse kleine Waffen gebaut und bin halt bei der letzten Waffe vor, ich habe 2 Jahren stehen geblieben, das war eine kleine Gaspistole, die ich dann bauen wollte und euch eben dann zeigen wollte, wie man sie baut. Sowas kann ich jetzt alles hier machen unter gescheiten Umständen und nicht irgendwo auf einem Tisch, den ich abräumen muss, weil wir dann da gleich essen oder sonst was. Also ich habe früher viel halt oben am Esstisch rumgewerkelt, am Wohnzimmertisch und so weiter. Da kann es natürlich nicht bleiben. Mein Büro ist mittlerweile auch deutlich weiter ausgebaut. Aber ja, den Platz nutze ich jetzt für andere Dinge, wie zum Beispiel eben kleine elektronische Sachen, Schaltungen mit Programmierung und so weiter. Ach so, und das habe ich euch ja schon im Stream erzählt, mir so ein Mini-Werkzeug geholt, weil der Display vom Gameboy von meiner Nichte kaputt gegangen ist, von ihrem 2DS XL ist es, glaube ich. Und da habe ich dann für einen recht günstigen Preis einen neuen Display nachbestellt und den eingebastelt. Das habe ich auch hier, das habe ich auch oben gemacht im Wohnzimmer. Aber es ging auch ganz gut. Aber das ist eher was hochkommt. Das nehme ich jetzt auch direkt mit hoch. Ach, obwohl, wenn wir hier mal so winziges Zeug, ja, das war's erstmal. So als Einführung in die ganze Werkstattgeschichte. Ihr könnt ja einfach dann sagen oder schreiben, ob es euch halt überhaupt interessiert oder nicht. Also ich werde natürlich trotzdem diese Sachen jetzt bringen, auch wenn es den einen oder anderen nicht interessieren sollte. Ich denke, es gibt dafür immer Leute, gerade dann, wenn sowas restauriert wird, die das sehr gerne sehen. Also auch komplett unabhängig von den aktuellen Zuschauern auf unserem Kanal. Ja, das ist für mich wirklich eine richtige Passion geworden. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Zeit ich jetzt schon hier unten verbracht habe oder auch im Hof ich musste bei der den Tank komplett durchspülen, weil der verrostet war. Ja, wie viel Zeit ich jetzt hier drin schon reingesteckt habe, in die Möbchen, aber auch eben in die Ausstattung des Gesamten. Das hier ist in kürzester Zeit eigentlich mein Lieblingshobby geworden. Dankeschön, haut rein. Ciao, ciao.